Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute den letzten Teil meiner Make-up-Reihe Wings Club Inspired Make-up. Und zwar das Schlusslicht heute Layla. Ich beginne wieder mit meinen Augenbrauen und zwar mit einem Augenbrauenstift von Miss Lynn in der Farbe Ebony, also quasi der dunkelsten Farbe. Und die Härchen fixiere ich mit einem dunklen Augenbrauengel. Dann kommt wieder mein heißgeliebter Eye Primer von Anastasia Beverly Hills zum Einsatz. Und zwar korrigiere ich damit wieder meine Augenbrauen und mache gleichzeitig die Base für den Lidschatten. Beim Lidschatten arbeite ich heute mit Pigmenten, deswegen trage ich zuerst einen Pigment Primer auf, in der Form, wie ich den Lidschatten gerne hätte. Und gehe mit einem Pigment in Türkis von NYX drüber. Ich versuche heute wieder die typischen Farben von der jeweiligen Fee einzuarbeiten und das sind bei Layla Türkis, Rosa wegen des Morphics und Grün. Dann blende ich das Ganze nach oben hin mit einem hellblauen Lidschatten aus. Das Halo Eye mache ich wie Laylas Kraft, was ja dieses pinke Morphix-Blubberblasengedöns ist. Und dann schaffe ich mit einem rosanen Concealer erstmal die Base und mache die auch so ein bisschen rund, blubberblasen-wolkenförmig, wie das Morphix eben halt ist. Und sette das dann mit einem pinken, passenden Lidschatten. Mit einem weißen Eyeliner umrande ich das alles nochmal, damit es mehr diese Blubberblasenform bekommt. Die kam irgendwie noch nicht so richtig raus, habe ich das Gefühl gehabt. Und ziehe mir damit auch gleich einen weißen Eyeliner Wing. Mit meinem schwarzen Klinik-Eyeliner verdichte ich dann noch meinen oberen Wimpernkranz. Und dann geht's an die Base. Dafür benutze ich zuerst den Marshmallow Primer von NYX. Und trage mir dann meine Urban Decay Foundation auf. Die verblende ich dann auch erstmal mit einem Pinsel und arbeite sie dann nochmal mit einem Beauty Blender ein. Dann trage ich mir einen Concealer von Catrice auf. Und sette alles mit dem Banana Light Puder von Revolution. Dann konturiere und bronze ich. Das wird heute ein wenig dunkler. Ich verblende es trotzdem sehr, sehr gut. Genau, ich will kein Blackfacing oder so machen, schon vorneweg gesagt. Ich möchte einfach wirklich nur, wie beim User genauso, so nah wie möglich an den Charakter drankommen. Und deswegen bronze ich heute mal ein bisschen mehr. Dann trage ich mir Blush auf und zwar nehme ich davon Anastasia Beverly Hills das Berry Adore Blush Trio und nehme den roten und den koralligen Ton und mixe das ein bisschen. Als Highlighter nehme ich auch einen eher bronzigen Highlighter von Make-up Factory.
Mit einem dunkelblauen Kajalstift zeichne ich mir dann die Wellenform auf meinem Hals vor. Und fülle das dann mit verschiedenen blauen Lidschatten auf. Damit es realistisch genug aussieht und auch Dimension bekommt, zeichne ich da, wo ein bisschen mehr Schatten im Wasser ist, mit dunkleren Blautonen nach. Und da, wo es eher an die Wasseroberfläche geht und was hervorgehoben werden soll, mache ich dann immer ein bisschen heller. Damit es noch mehr 3D aussieht, zeichne ich mit einem hellblauen Kajalstift noch ein paar Lichtreflexe auf die Wasseroberfläche. Dann gebe ich mir noch einen türkisen Kajalstift auf meine untere Wasserlinie. Und klebe mir die Taco-Wimpern von Naomi John auf. Dann wollte ich noch auf der Stirn irgendwas machen, was so ein bisschen an Meerjungfrauen-Schuppen, Schwanzflossenschuppen erinnert. Und da habe ich mir zuerst ein Dreiecksmuster mit einem hellrosanen Kajal vorgezeichnet. Und diese Linien fülle ich dann wieder mit dem Pinkton aus. Und die Form, die so ein bisschen an die Meerjungfrauenschuppen erinnern sollen, fülle ich dann in Ombre-Effekt oben mit einem lila Glitter aus und unten mit einem grün-türkisen Glitter. Jetzt fehlen nur noch die Lippen. Dafür trage ich mir zuerst einen Lip Liner auf in einem eher nudigen, bärigen, dunklen Ton und overline meine Lippen auch ganz schön, damit die größer wirken, weil Layla hat ja auch echt große Lippen. Mit einem Powder Puff Lippy von NYX in ungefähr der gleichen Farbe fülle ich meine Lippen dann aus. Und mit einem Lippenstift von NYX in einem sehr hellen Nude-Ton gebe ich mir nochmal in die Mitte meiner Lippen was, damit die nochmal so ein bisschen größer wirken. Dann habe ich mir noch eine Perücke aufgesetzt, die sehr, sehr gut zu Layla passt. Die hatte ich mal von Donna Love herbekommen. Und fertig ist das Make-up. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und kommentiert doch gerne mal jetzt, nachdem die Wings Make-up-Reihe vorbei ist, welcher euer Lieblings-Wings-Charakter war. Meine waren ja immer so Stella, Flora und Layla. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, aktiviert die Glocke und folgt mir gerne auch auf Instagram und TikTok. Und genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye!